Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Timberborn. Ja, da haben wir es wieder. Die Vollwasserflut ist bevorstehend. Und wir haben Nacht, das heißt, wir machen hier mal wieder. Oh, das ging jetzt relativ zügig. Und nicht verkehrt. So, neuer Tag bricht an. Und unsere Biber sind wieder am Werk. Gehen eifrig ihrem Tagwerk nach. So rum. So, was ist jetzt hier mit den Abholen von Brettern und dergleichen und so fort, weiter und so fort? Was? Das geht? Das geht nicht. Okay. Also drin kein Stauraum, stimmt jetzt aber auch nicht so hundertprozentig. Ne? Also hier fehlen noch 5 und der ist voll. Theoretisch könnte ich noch einen weiteren bauen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Moment mal. Macht das anders? Ich sehe das gerade. Einen Augenblick. Lager. Ja. Das ist ein kleiner Stapel. So. Und da kommt entsprechend dieses behandelte Holz, beziehungsweise diese behandelten Bretter rein. Und dann hat er hier auch wieder was zu tun. Biber ist verletzt. Oh Gott. No. Wer ist denn da? Ach, er jetzt hier. Mit seinem Eisen und so. Ausgerechnet. Gut, das sieht hier aber sehr, sieht aber sehr übersichtlich aus. Na gut, ich habe auch immer jetzt noch Eisen benötigt. Ja, der fällt natürlich jetzt erstmal aus. Der muss sich auskurieren, der Arme. Oder die Arme, ich weiß es jetzt gar nicht. Ist auch egal. Wie heißt er? Oder ist sie? Urzrol. Alter 30. Hm. Ja, dann erhol dich mal gut. Urzrol. Okay, wie sieht es hier mit dem Holz aus? Das macht ganz gute Fortschritte. Und wie sieht es hier mit dem Einlagern aus? Oh, ist auch fast voll. Es geht aber flugs und zackig und überhaupt. Ja, okay. Also nur noch ein Brett übrig und hier? 15! Oh, das ist eine Hausnummer. Nun ja. Dadurch, dass er jetzt hier auch Sachen braucht, ne, immerhin für 20 Bretter müssen da ne, entsprechende Ressourcen vorhanden sein. Das sollte gehen, hoffe ich. Also die 15, die könnte man ja schon mal locker bei ihm vorbeibringen. Wie auch immer. Aber ich glaube, so funktioniert das nicht. Die holen sich die Sachen immer erst da, Moment, jetzt suche ich gerade, immer erst da, wo sie produziert werden und das wird ignoriert. Da wird erst dann zugegriffen, wenn hier nichts mehr zu holen ist. Und hier die Dinger, die sind, ja gut, nicht voll, da sind da fehlen 2. Hier fehlt einer. Gucken wir mal. Was? Achso, ja klar, der hat natürlich hier Sachen auf Halde gehabt, logisch. Und die sind jetzt hier erstmal rübergebracht worden. Ja, das wird schon laufen. Zur Not muss ich wirklich dann noch irgendwie einen Speicher da hinsetzen, also so ein Teil. Gucken wir mal. Ignorieren das tatsächlich. Obwohl sich das ja eigentlich anbieten würde, ne, die Geschichte. Jetzt hier erstmal hier hinzubringen. Wo sind sie? 12 von 13, 4 von 13. Also hier läuft die Produktion. Ich könnte natürlich Folgendes machen. Fies rein und sagen, hier erstmal nichts mehr produzieren.
Aber dann würden die trotzdem erstmal das alles, was hier ist, erstmal aufbrauchen, bevor die hier rangehen. Da bin ich von überzeugt. Oh, uns läuft die Zeit davon. Ich bin hier mit Detailfragen beschäftigt und muss hier langsam mal zusehen. Dass ich hier Dinge dicht kriege. Na gut, wir haben noch ein bisschen. Aber ja, es ist wie es ist. Ja, wie gesagt, hier staunen bringt hier nichts. Ich kann hier nur in einigen Bereichen die Schleusen dicht machen. Also hier so diese Nebenbereiche, das kann ich absichern. Alles andere. Moment mal, wie sieht es denn jetzt hier aus? Doch, das geht noch. Alles andere macht keinen Sinn. Werdet ihr früh genug sehen. Moment, ich mache hier wieder den Turbo an. Der letzte Tag ohne Faulwasser. Voilà, neigt sich dem Ende entgegen. So, es wird hell. Ich mache hier vorsichtshalber schon mal den Laden dicht. Ja, Powers hat begonnen. So, hier soll nichts durchgehen. Das Wasser will ich entsprechend halten. Hier kann ich schon sagen, let's go. Von 1,5 auf 0 runter. Hier auch. Das andere bringt hier nichts. Gut, wollte nicht. Jetzt aber. So, Wassermarsch. Da kommt es auch schon an. Das heißt, für mich hier wird auch dicht gemacht. Okay, 5 Tage. 5 Tage müssen wir überstehen. Das schaffen wir. Das ist kein Problem. 5 Tage, das ist machbar. So, Problem ist immer noch hier der Bereich. Die 15 Bretter und das eine Brett, das bleibt hier liegen. Die sind dicht. Gut, wir brauchen noch ein bisschen was. Maximal 10 Bretter und 9 hat er. Hm. Man hat es gerade gesehen, also die Bretter, die er braucht, die holen sich hier raus. Der halt maximal 10 braucht und das Ding hier ist schon, ja, noch nicht voll, aber es wird. Überleg gerade. Theoretisch, ich könnte hier auch noch so ein Teil hin machen. Wir brauchen die Bretter ja auch immer mal hier in dem Bereich. Früher oder später. Dass ich hier so eine Art Zwischenlager mache. Kleiner Stapel. Oh, nee, keinen großen. Entschuldigung, ein Stapel. So. Hallo? Ja, die sollen erstmal bauen. Wie gesagt, hier habe ich Prio drauf, das wegzuholen und hier auch, ne? Ja.
Die sollen das erstmal bauen. Da, ja, da ist die Brühe. Das sieht schon nicht so gesund aus. Ja, schade, schade. Das hier ist natürlich jetzt kontaminiert, das Bad. Ne? Das wird jetzt nicht mehr benutzt. So, hier haben wir immerhin das Wasser. Ne? Das haben wir jetzt schützen können. Also hier haben wir jetzt ein ganz normales Brauchwasser hier auch. Also gesundes Wasser. Dann sagen wir es mal hier so. Hier, die Leute können sich, also hier die Biber können sich weiter duschen. Hier wird teilweise Wasser gepumpt. Also die haben eine gewisse Filterfunktion. Ja, das ist also, wenn die, nicht wundern, wenn die anfangen zu pumpen. Das geht. Aber die Effektivität ist natürlich nicht so hoch, logischerweise, ne? Weil die dann da diese, den Filter dazwischen haben. Aber wir haben jede Menge Wasser hier in unseren Fässern. Damit kommen wir dicke hin. Und von daher also kein Problem. Der braucht wieder Energie, wie immer. Keine Güter ausgewählt. Was? Achso, so, der steht. Oh, die sind schon fertig. Das ging mal flott. In der Hoffnung, dass die das jetzt wirklich hier raus sich ziehen und nicht hingehen und die Sachen da rausziehen. Hier, ne, wo die produziert werden. Das kann natürlich auch passieren. Das ist durchaus gegeben. Da muss man sich nicht großartig wundern. Ne? Die marschieren dann hier lustig rein. Ja, hier sieht man sie schon durch die Gegend rennen. Blockiert durch Frontwasser? So, ja, nee, das ist in Ordnung. Biber verletzt? 4 schon. Oh, was ist denn hier los? Hey, was macht ihr? Wieso seid ihr alle verletzt? Ja, auch einer. Nein, 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 das ist nicht gut. Warum seid ihr verletzt? Was habt ihr euch getan? Mit Faulwasser kommt ihr doch nicht ran. Ja, am Kleinen. Mag ich gar nicht. Ich bin irgendwie verletzt durch die Gegend humpeln. So. Wird das denn jetzt hier so langsam? Das Teil ist schon wieder voll. So, nicht wahr? Ist genau so gekommen, wie ich es befürchtet habe. Die sind locker dahin gegangen, haben hier natürlich. Oh, hier fehlt immerhin einer. Wie sieht es hier aus? Da sind alle Bretter weg, hier auch. Okay. Der braucht noch 4. Der braucht noch 4. Und hier sind wie viel? 9. Mein Gott. Weißt du was? Ist auch egal. Auch wenn er jetzt lacht. Was nicht gleich großes, ja. Wenn wir nicht mal diese großen Stapel da verbraten. Wir brauchen diesen, das sind mal 180. Das ist dann ein bisschen viel des Guten. Gut. Dann bitteschön. Was wir haben, haben wir. Dann haben wir entsprechende Reserve, ist auch nicht verkehrt. Im überschaubaren Rahmen. Ja, das ist auch so ein Punkt. Jo. So, der erste Tag ist fast geschafft. So, wir haben ja auch schon wieder Nacht. Oder es wird Nacht. Dann gib ihn. Die Nacht war schon wieder fast rum. So, also wie gesagt, ersten Tag haben wir überstanden. 4 Tage müssen wir noch überstehen. Das ist natürlich mal schade hier, das Traurige, hier stirbt alles ab. Sobald dieses Faulwasser hier durchfließt. Und genau das ist das, was ich verhindern möchte in Zukunft. Ja, das, was jetzt hier noch, hier wird es ja noch, hier ist ja noch entsprechendes gebrauchtes Wasser oder Wasser, das Wasser, was man nutzen kann. Gutes Wasser, sagen wir mal so rum. Aber das will ich geändert haben. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Da müssen wir erstmal Dynamit haben. Und um das herzustellen, will ich hier, wie gesagt, den Distrikt hochziehen. Um da halt letzten Endes dann sowohl Eisen als auch dieses Faulwasser dann entsprechend nutzen zu können. Ja, da müssen wir schauen, wie ich das hinbekomme. Ja, es wird. So.
dass ich der Magier. Nach kürzester Zeit wupp voll. So, der hat jetzt aber ein bisschen was zu tun. Die 20 muss er voll kriegen. Er hat aktuell immer noch 9 Bretter. Es sind immer irgendwie 9 Bretter. Und ist da eifrig mit Werkeln beschäftigt. Okay. So, der, man sieht es ja, ne? Also der Bereich bringt es, ne? Der hier ist komplett frei. Ab hier wird es dann wieder, ne? Ist alles verseucht. Da hätte ich hier normalerweise hier dicht machen müssen, soweit wie es geht. Ob das dann was gebracht hätte, weil ja dann hier durch die Wege wieder alles offen ist, ist die andere Frage. Von daher ist das erstmal soweit okay. Wird sich dann halt ändern, wenn ich hier nicht mal die Idee, das Problem habe, dass das Vollwasser hier durchfließt, auch wenn das noch, wie gesagt, dauern wird. Ne? Das ist ganz klar. Gut, hier werden langsam aber sicher die Bretter weniger. Und hier wird zumindest zum Teil noch angebaut und entsprechend geerntet durch das Wasser, was hier ist, in die Felder zum Teil. Noch zu gebrauchen. Hier setzt sich natürlich das Faulwasser durch. Und da stirbt alles ab. Ja, meine kranken Biber. Okay, wir haben aktuell noch 3 verletzte Biber hier rumlaufen. Die erholen sich aber im Laufe der Zeit. Das ist immerhin gegeben. So, er hat jetzt natürlich erstmal weiter nichts zu tun, weil die Bäumchen da, die müssen noch anwachsen. Bei der Gelegenheit könnte ich nochmal hier hingehen und sagen, hier die Markierungen weg. Dafür muss, Moment, die schon weg. Dafür muss da und da jeweils noch eine hin. Okay. Und dann müssen wir warten, bis die soweit rangewachsen sind. Wenn das soweit fertig ist, dann kann ich die Holzfäller, werden sie das, die Holzfällerfahne nach hinten verschieben, um dann da auch noch ranzukommen, sofern das machbar ist. Ihr habt es gerade gesehen, hier die Grenze geht aktuell bis hierhin. Aber wenn ich den Weg hier lang führe und dann diese Fahne dahin setze, vielleicht, ne, haben wir ja Glück und das wird ein bisschen erweitert, dann kommen wir hier dran. Ansonsten halt nicht. Ansonsten halt nicht. Wenn wir das mit den Wegen nicht mehr hinkriegen. Deswegen den paar Bäumchen da jetzt da, die abgestorbenen Bäumchen da jetzt nicht hingehen und da ein weiteres Distrikt hinsetzen. Das nun nicht. Geht da nicht ein bisschen schneller? Meine Güte, nee. Wie sieht's hier aus? Die sind voll. Ich habe da keine Probleme mit. Ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Da kommt noch ein weiterer Stapel hin. Die können immer auch Holz gebrauchen. Wo? Das kriegen wir schon hin. So, bis auf 3 verletzte Biber gibt es ja nichts Negatives zu berichten. Das ist cool. Das läuft ganz gut. Wie sieht es hier mit unseren Leuten aus? Aktuell 7, die nichts zu tun haben. Ja gut, das Wohlbefinden leidet ein bisschen. Zum einen wegen den Verletzungen, zum anderen Bienenstich und zum anderen, weil die jetzt hier auch nicht die Möglichkeit haben, die Freibäder hier zu nutzen. Oder das Freibad vielmehr. Ja, die Vogelscheuchen, die bringen tatsächlich nicht allzu viel. Da habe ich mir so ein bisschen mehr von versprochen. Ich habe die hier so, ne, relativ, ihr seht es ja, großflächig hier eingesetzt, ne, da und hier und so, aber irgendwie zünden die nicht so richtig. Weiß nicht, ob ich da falsch gemacht habe. Vielleicht zu viel, keine Ahnung. Obwohl jetzt hier so, ne, die Bienenstöcke sind, da waren auch noch entsprechende Vogelscheuchen und ja,
überlege, ob ich hier noch auch noch Bienenstücke jeweils hier so, hier vielleicht und ja, so ein Bienenstock jeweils hinsetze. Aber dann geht es halt mit den Bienenstichen wieder los. Dann sind sie auch wieder am Jammern. Und ich glaube, so viel bringen die, mal schnell die, Teile da nicht. Okay, 5 Bretter haben wir immer noch. Ja, achso, ich mach mal kurz den hier, damit wir die Nacht noch schnell rumkriegen. Und dann halt mit dem nächsten Tag dann frisch einsteigen können. So, ja, drei Tage müssen wir noch überstehen mit dem Faulwasser. Und, aber das sieht ganz gut aus. Ne? Ihr seht selber hier, ne? Also da, die sind noch nicht mal angekratzt. Ne? Also Wasser haben wir hier, ist ein bisschen weg. Da nix. Ich glaube, hier vorne noch, habe ich noch so einen kleinen, der dürfte leer sein. Ja, nicht mal der ist leer. Da sind noch ein paar Liter drin. 7, um exakt zu sein. Und ja, nahrungstechnisch läuft das auch ganz gut. Also wir stehen recht gesund da. Solange das so ist, wie es jetzt ist. Bleibt das auch so, natürlich, wenn wir mehr Leute werden, vor allen Dingen, wenn der nächste Distrikt dazu kommt, der muss ja dann auch erstmal noch mal versorgt werden, zumindest mit Wasser und Nahrung. Das, naja, schauen wir mal, Zukunftsmusik. Okay, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr hier mit dabei seid und mich hier unterstützt. Vielen lieben Dank natürlich auch an dich, dass du hier nach wie vor die Fahne mit mir zusammen hier hochhältst und wir hier gemeinsam erleben dürfen, was hier mit den Bibern so passiert und nicht passiert und so weiter und so fort. Ich sage, wir sehen uns dann in der nächsten Woche, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder mit allen Versprechern, die dazugehören. Und ja, macht's gut, nutzt und genießt die Zeit.